Und damit herzlich willkommen zurück zur mittlerweile dritten Folge Valheim. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Letzte Folge haben wir eine kleine Überdachung gebaut, mit der wir jetzt endlich auch die Werkbank nutzen können. Und haben uns tierisch hier im Wald verlaufen. Und das erste, was ich jetzt sehr, sehr gerne machen würde, wäre erstmal unser Häuschen wiederfinden. Hier vorne ist das verlassene Haus und das haben wir doch, glaube ich, aus der Richtung aus gefunden. Ich glaube doch, wir sind so von hier ungefähr hier rangekommen. Also müsste unser Häuschen hier hinten stehen. Ja, da ist es. Ich war die ganze Zeit in der Nähe. Naja. Desto besser geht die Folge jetzt hier los. Da ist noch ein Kräuling. Ich glaube, den bringen wir erstmal noch schnell um. Na komm her. Und dann müssen wir wirklich mal ganz schnell unsere Axt reparieren, weil das nervt doch ziemlichst an. Ich glaube, mit dem Bauhammer geht's. Aber wie ich jetzt hier repariere, habe ich noch nicht rausgefunden. Gucken nochmal hier an die Werkbank ran. Keule herstellen. Wie reparieren wir die? Könntest du etwas zu essen vertragen? Machen wir doch. Also wir können eine neue bauen, aber das ist ja eigentlich nicht Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Ugin, mein Freund, bist du in der Nähe? Kannst du mir erklären, wie ich Sachen repariere? Leider nein. Unsere Gesundheit füllt sich auf jeden Fall gerade erstmal wieder etwas auf. Baumenü, Maus 2, platzieren, Maus 1, entfernen, Maus 3, Gebäude überlappen, umschalten, Umschalt links. Möchte ich erstmal nicht verändern. Echte halt, ich habe wirklich reparieren gelesen irgendwo. Hier. Reparieren. Achso, Moment. Jetzt? Reparieren? Nee, aber es steht als Reparieren gerade da. Aber wie genau das funktionieren soll? Habe ich noch nicht verstanden. Na gut, wir bauen uns eine neue. Und dann belese ich mich nach der Folge auf jeden Fall nochmal. Hacke haben wir, Fackel brauchen wir erstmal kurz nicht. Steinaxt, die war's. Herstellen. Und dann haben wir sie auf der 1. Und dann würde ich gucken, dass wir uns hier vielleicht doch nochmal eine kleine Hütte bauen. Auch wenn es vielleicht gerade nicht notwendig ist. Aber schön wäre es doch trotzdem, ein kleines Häuschen zu haben. Und Wasser ist, wie gesagt, nicht so wirklich in der Nähe. Ich glaube, das ist alles noch viel höher hier drüben, ne, als hier. Wir haben relativ tief gebaut, aber wir müssen ja nicht... Und wir könnten natürlich auch andocken, dass wir hier ein Haus dran bauen. Uns bloß so einen kleinen Eingang freilassen. Das wie so ein kleiner Anbau ist. Unsere Überdachung wäre natürlich auch nicht schlecht. Ich glaube, das machen wir so. Dann müssen wir hier noch eine Etage tiefer. Verbraucht sich halt auch relativ schnell. Ich hätte mich belesen sollen, wie man repariert. Ach Mist. Ich habe nämlich keine Pause gemacht jetzt zwischen der letzten und der Folge. Außer eine kleine Trinkpause. Aber habe mich natürlich nicht belesen. So, hier drüben. Ist das jetzt eine Höhe mit dem? Sieht gut aus, ne? Und hier. Kann man das größer einstellen? Nee, ne? Nö. Schade. Aber na gut, das ist Teil des Spiels. So soll es funktionieren. Und dann müssen wir uns da eben halt dran anpassen. So, das ist doch immer noch höher hier. So sieht es ganz gut aus. Man kann es tatsächlich nicht so easy einschätzen. Auf welcher Höhe das jetzt genau ist, ob es gleich ist oder nicht. Hier kommt auf jeden Fall Hügel ohne Ende. Ich glaube, es ist auch egal, wie oft ich drücke. So wirklich groß was passieren tut gerade nicht, oder? Nicht das Gefühl, dass das tiefer wird. Irgendwie nicht, ne?
Naja, gut. Es ist zumindest schon mal etwas gerader. Es soll ja jetzt auch kein absolut planes Fundament sein. Das kann man, glaube ich, nicht verlangen mit so einer kleinen Axt oder Hacke. Und es wird schon wieder dunkel, aber zumindest ein bisschen. So, wir schauen mal, dass wir uns jetzt was Schönes bauen. Huch, das wollte ich nicht. Und zwar Holzboden. Direkt Fundament haben wir noch nicht. Ich würde jetzt erstmal mit denen hier anfangen. Wir uns auf jeden Fall... Ich weiß nicht, ob man es direkt ranbauen ist ein bisschen doof, oder? Wir machen das noch ein Stück weiter drüben. Erstmal hier der erste Balken hinkommt. Und dann fangen wir mal an, das hier oben drauf zu setzen. Und eins. Und zwei. Und drei. Jetzt sehen wir, jetzt ist es rot, das heißt, es würde abreißen. Also müssen wir hier nochmal ein kleines hinbauen. So. Und dran damit. Und vier. Aber es ist wieder ein Stück zu hoch. Gefällt mir schon wieder nicht. Aber dass es tatsächlich dann so Millimeterarbeit ist, hätte ich auch nicht gedacht. Das heißt, wir reißen das nochmal ab. Sammeln das ein. Nehmen die Spitzhacke und machen noch einmal diesen. Dann müsste es ja eigentlich passen. Zack. Und Holzboden. Und es ist immer noch zu hoch. Genau die gleiche Höhe. Obwohl ich Boden abgetragen habe. Das verstehe ich noch nicht so ganz. Vielleicht stelle ich mich auch gerade einfach zu dumm an. Das ist auch ein Stück höher. Jetzt besser? Nicht wirklich, ne? Weiß nicht, ob der nur zu einem gewissen Teil den Boden abträgt oder warum es jetzt nicht genau sehr viel besser wird. Naja gut, wir leben jetzt erstmal damit. Ich kann es nicht ändern und stundenlang rumprobieren will ich jetzt auch nicht. Ich fange an zu frieren und habe gerade mein Handy aus der Hosentasche verloren. Mal schauen, ob man es aus der oder in der Aufnahme hört. Boden erhöhen, befestigen, Boden einebnen. Und kommt jetzt so gruselige Musik? Macht mir dann doch etwas Angst. Hacke zerbrochen, na spitze. Gut, wir bauen nochmal, aber ich glaube, es wird sich nichts dran ändern. Das ist einfach immer noch viel zu hoch. Hey, es hat doch funktioniert. Sieht halt gar nicht danach aus. Oder das liegt daran, dass ich es einfach ein kleines Stück weiter drüben gesetzt habe. Ich glaube, jetzt ist der Balken nämlich, also der Boden, ein Stückchen in der Luft, liegt nicht genau drauf. Bin mal gespannt, was das werden kann. Wenn das Spiel so viel Wert auf Statik und so legt und das hier aber auch um kleinste Millimeter geht, könnte es mich eventuell an den Rand der Verzweiflung führen. Aber ich würde sagen, wir lassen uns überraschen. Zwei Holz kostet der Spaß. Blockiert. Okay, ich stand zu nah dran. Und wir haben aber immer noch... Oh, bloß noch 11 Holz. Ich wollte gerade sagen, wir haben ja noch genug. Sieht aber gar nicht mal so danach aus. Gut, jetzt haben wir was. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5... Mal 4, ne? Eins wäre eigentlich noch ganz cool. Wir lassen das erstmal, weil das Holz wird ja langsam auch ein bisschen mager. Wir wärmen uns erstmal kurz auf, dann können wir gleich wieder was essen. Pilz und Himbeere blinkt schon wie verrückt. Und dann wärmen wir uns jetzt erstmal ganz kurz auf und gucken mal, dass wir noch ein bisschen Holz sammeln gehen. 3 Holz haben wir nämlich bloß noch. Eine Fackel müsste ich auch mal herstellen.
falsche Taste. Die Fackeln gehen auf jeden Fall komplett kaputt und der Rest, der lässt sich danach reparieren. Aber wir können ja zumindest Fackel und die Axt gleichzeitig ausgerüstet haben. Deshalb sehen wir noch ein bisschen was und wir können das hier nachts etwas weitermachen. Mal gucken, er könnte den Baum einreißen. Nein, hat er nicht gemacht. Schade. Ist ja eigentlich gut gelandet. Jetzt? Nö, auch nicht. Roll nicht so weit weg. Nicht, dass ich dich nicht wiederfinde. Also mit dem Reparieren muss ich auf jeden Fall rausfinden, weil wir können nicht hier ewig viele Äxte und so weiter herstellen und die gehen ja doch sehr schnell kaputt. Wie Holz ist das so? 10 Stück waren das jetzt, 12 sogar. Da haben wir schon wieder 28 Stück gesammelt, das geht auf jeden Fall relativ flink. Dann sollten wir doch in den nächsten ein, zwei Folgen schon eine kleine Hütte haben. Könntest was zu essen vertragen? Yep, da gebe ich dir recht. Ich habe irgendwie kein Glück mit diesem Domino-Effekt, den so viele beschreiben. Aber vielleicht werden wir das ja auch noch sehen. Die Axt hält zum Glück ein bisschen was aus. Jetzt, ha, man muss sich erst beschweren. Sehr gut, da haben wir 2 mit einmal gefällt. Gut, 3 sogar. Wenn, dann richtig, ne? Und schade, dass die Musik schon wieder aus ist. Ah. Aus irgendeinem Grund können die uns nicht leiden. Vielleicht liegt es daran, dass wir hier ihre großen Brüder fällen. Dann könnt ihr es natürlich verstehen. Komm her. Ich würde sagen, wir hauen mit der Fackel zu. Na. Also der möchte uns ärgern, oder? Nein, nicht den Baum hauen. Na gut, dann lass mich halt in Ruhe. Aber nerv nicht rum. Ist das jetzt für ein Symbol über ihn? Heißt das, er hört uns? Jetzt ist er wahrscheinlich im Aggro, ne? Ja. Komm. Er schlägt halt auch sehr langsam zu, ne? Aber gleich sollte man haben. Komm. Ja, jetzt nervt er uns nicht weiter. Sehr gut. Wir machen hier die Baumstämme, die am Boden liegen, noch klein. Und dann würde ich sagen, machen wir mal weiter mit Bauen. Die Ausdauer sinkt schon wieder. Pflanze sie, damit eine neue Buche wächst. Okay, und mit dem Löwenzahn ist einfach nur Löwenzahn. Wollt mal schauen, ob wir was haben, mit dem wir die Ausdauer etwas verbessern können. Aber anscheinend noch nicht. Aber holztechnisch geht es auf jeden Fall schnell. Wir haben jetzt schon wieder 70 Stück. Also so ein Stamm gibt dann doch eine ganze Menge her. Du trägst zu viel. Ach nein, das gibt's auch noch. Ich sehe es jetzt gerade erst. Auf jeden Fall haben die Sachen Gewicht. 300 Kilo können wir maximal tragen. Na super. Oh nein, jetzt sind wir sehr langsam. Beladen steht noch oben. Mal gucken, was Hugin dazu sagt. Wenn du zu viele Gegenstände mit dir führst, wirst du beladen, wodurch du langsamer wirst. Ja, danke, das habe ich schon mitbekommen. Nehmen wir noch ein Harz mit, damit es noch schlimmer wird. Oh Gott, ich glaube, ich kann mich gar nicht mehr bewegen. Das eine Harz war zu viel. Naja, dann lege ich die raus. Ist dann wieder gut? Kann ich die nachher wieder einsammeln? Wehe, die sind dann weg, wenn wir wieder hinmachen. Ach, na komm. So. Dann würde ich sagen, wir setzen jetzt noch so einen Stamm hier drunter.
Vielleicht reicht da auch so ein halber. Der guckt dann auch wieder oben durch. Nö, dann lassen wir das erstmal. Dann würde ich jetzt eher sagen, wir bauen uns ein paar Wände. Eins, zwei. Hammer ist zerbrochen. Na super, also es läuft die Folge mal wieder richtig gut. Dann machen wir halt das Ganze nochmal. Ein neuer Hammer. So, das haben wir. Das Hammer. Sozusagen. Gott, das war falsch. Zack, zack. Dann würde ich sagen, hier vorne die Tür rein. Zack, zack. Es wird immer so derbig dolle dunkel. Man ganz schnell gar nichts mehr sieht. So, das sieht auch schon mal ganz gut aus. Haben wir eine kleine Treppe irgendwo hier? Zack. Das war auch reinkommen. Eine Holztür hatte ich vorhin auch schon gesehen. Die war hier. Perfekt. Dann haben wir doch schon mal ein solides Grundgerüst. Mit einer Treppe, die nicht funktioniert. Ach Mensch. Schade, dass man den Bauhammer und die Fackel nicht gleichzeitig benutzen kann. Das fände ich effektiver. Jetzt so aktuell sehe ich fast gar nichts. Funktioniert sie denn jetzt? Ja, jetzt funktioniert's. Okay, super. Dann würde ich sagen, noch eine Etage voll Wände. Und dann machen wir mal ein kleines Dach, oder? Aktuell ist es noch grün. Fehlende Voraussetzung. Wir haben schon wieder zu viel Holz verbraucht. Es wird aber, glaube ich, schon wieder hell. Die Nacht ging dann doch sehr schnell rum. Dann sammeln wir mal schnell das Holz auf, was wir hier hinten haben liegen lassen. Das waren die 27 Holz. Was haben wir hier noch? Auch noch Holz. Und ein Stamm sollte noch hier liegen, genau. Es wird auf jeden Fall noch eine ganze Menge Arbeit und vor allem auch eine ganze Menge Reinlesen ins Spiel. Denn so wirklich ein großes Tutorial ist eher nicht so. Aber ich denke, so schlecht schlagen wir uns gar nicht, dass wir hier demnächst doch was Schönes auf die Beine stellen können. Und zwei brauchst, 32 haben wir, also 16 Wände können wir schon ziehen. Ja. Fenster und Co. können wir ja dann auf jeden Fall später noch mit hinzufügen. Erstmal ein kleines Grundgerüst. Dann packen wir die Werkbank hier rein. Obwohl, nö, die können wir ja drüben stehen lassen in der Überdachung. Ganz cool, wenn auch da stehen würde, wie viele man noch bauen kann. Das tut's leider gerade noch nicht. Aber hey, es hat gereicht. Oh, genau mit dem letzten. Sehr gut. Was kosten denn Dächer? Holzdach. Braucht auch alles zwei Holz, also müssen wir doch wieder suchen gehen. Ich würde aber sagen, wir machen jetzt erstmal ein Folgenende. Zeit ist es sowieso schon wieder. Und bevor ich jetzt groß anfange... da ist noch ein Kräuling. Den holen wir uns noch. Ja, das war anscheinend ein kritischer Treffer. Ja, bevor ich jetzt groß anfange, mir nochmal eine Axt zu bauen, würde ich mich dann doch lieber erstmal belesen, wie das mit dem Reparieren funktioniert. Aber hey, kommt, für die zweite Folge ist das doch noch gar nicht so verkehrt. Dann vielen Dank erstmal fürs Zuschauen. Oder nein, dritte Folge, ich quatsche die ganze Zeit von der zweiten, Entschuldigung. Aber auch für die dritte Folge ist das noch in Ordnung. Dann vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut.